So, meine Lieben, heute wird im keltischen Baumhoroskop der Nussbaum durchleuchtet und er steht unter dem Begriff die Leidenschaft. Für folgende Geburtsdaten ist er zuständig: vom 21. bis 30. April und vom 24. Oktober bis 11. November. Für die Kelten war der Nussbaum das Symbol der Blütezeit. Und der Begriff Leidenschaft war auch mit der Wachsamkeit verbunden. Man suchte nach der Beständigkeit, dem Unvergänglichen und der Ewigkeit. Dieses zelebrierten die Druiden in ihren spirituellen Sitzungen. Die im Zeichen des Nussbaum Geborenen erfahren mit ihrer emotionalen Intelligenz ihren Höhepunkt. Sie handeln, lieben und entscheiden mit ihrem Gefühl. Kopf- oder Logikentscheidungen sind ihnen fremd. Hat man sie in jungen Jahren belogen, aber gefördert, entwickeln sie eine ungeahnte Kraft. Nussbaummenschen suchen in kleinen Gemeinschaften ihren Halt. Sie lieben ihre Familie und Freunde, die ihnen immens wichtig sind. Sie wollen Sicherheit und das langfristig. Und das treibt sie dazu, für Heim und Familie wahre Wunder zu vollbringen. Ihre Interessen sind der Sinn zum Schönen, der Kunst und Kultur. Nussbaumgeborene sind dennoch ungewöhnliche Menschen. Sie sind als schwierige, sture Menschen anzusehen. Denn sie sind schon sonderlich und haben einen unbeugsamen Charakter. Und sie sind sehr egoistisch und neigen zu Aggressionen. Ihre positiven Seiten sind, dass sie sehr ehrgeizig und leidenschaftlich sind, haben echten Familiensinn und sind verständnisvoll. Sie werden somit oft bewundert und ihre Versprechen, die sie geben, halten sie absolut ein. In der Liebe geht ihnen alles um die gegenseitige Treue. Gesundheitlich sollten Nussbaummenschen im Nasen-, Hals- und Ohrenbereich besondere Vorsicht walten lassen und rechtzeitige Vorkehrungen treffen. Nun, dieses ist der Charakter des Nussbaumgeborenen. Der nächste Baum kommt in Kürze. Und bis dahin alles Liebe, eure Deria.